habe hier einen Dienstplan. Ich kann mir hier aus einer Dropdown-Liste ein Startdatum auswählen. Dieses Startdatum wird hier in die erste Spalte übernommen, dann bis Dezember hier hinterkopiert und dann können wir die Werte also bis Dezember hier eintragen. Ich möchte mir aus dieser Jahrestabelle eine Monatsübersicht erstellen. Auch hier möchte ich dann aus einer Dropdown-Liste mir einen Monat aussuchen und mir dann die Werte aus dem Tabellenblatt Dienstplan übernehmen. Ich baue das jetzt hier nochmal auf. Zunächst markieren wir mal bis zum 31. die Tabelle, die Spalten, die wir hier nicht benötigen, die können wir dann rauslöschen. Kopieren uns das in ein neues Tabellenblatt. Und als erstes übernehmen wir hier oben in diesen verbundenen Zellen das Startdatum aus dem Tabellenblatt Dienstplan. Klick da hinein, bestätige das. Und dann sind diese beiden Tabellenblätter miteinander über das Datum hier verbunden. Als nächstes wollen wir ja hier einen Monat auswählen können. Wir müssen also eine Dropdown-Liste anlegen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet mit der Funktion Datum und den Funktionen Jahr, Monat und Tag kann ich dieses Startdatum praktisch hier nochmal aufdröseln. Ich trage also die Zelle absolut, hier die Zelle C2 absolut in die Funktionen ein, weil ich das dann hier nach unten kopieren will. Hier übernehmen wir also den 01.01.2013. Und formatieren das aber mit 4xM, sodass uns dann hier nur der Monat angezeigt wird. Für den Februar müssen wir jetzt einen Monat dazugeben. Das mache ich hier mit der Funktion Zeile A1. Die Funktion Zeile A1, oder ich könnte hier auch schreiben B1 oder C1, das ist egal. Wichtig ist nur, dass hier eine 1 dasteht als Bezug, gibt mir also hier den Wert 1 zurück. Und wenn ich das hier nach unten kopiere, dann sehen wir, kriege ich hier bis Dezember eine 11. Wir müssen also immer Januar plus einen Monat dazu rechnen. Und wenn ich das mit der Funktion Zeile mache, dann habe ich eben den Vorteil, dass ich das nicht händisch eingeben muss, sondern hier nach unten kopieren kann und erhalte dann die Werte 1 bis 11, die er mir zum Monat dazu rechnet. Ich kann dann die Monate mir markieren und hier habe ich im Namensfeld einen Bereichsnamen vergeben, nämlich Monate. Dann gehe ich hier in die verbundenen Zellen, um die Dropdown-Liste zu erstellen. Hier auf den Reiter Daten, Datenüberprüfung, suche hier raus, dass ich eine Dropdown-Liste anlegen will und als Quelle gebe ich jetzt den Bereichsnamen Monate, bestätige das, kriege hier den Schalter angezeigt und sehe, dass mir hier der Monat angezeigt wird. Ebenfalls ist diese Zelle benutzerdefiniert, formatiert mit 4xM. Dann können wir die Spalte hier ausblenden, die brauchen wir jetzt nicht mehr und gehen jetzt in die Zelle C4 und legen hier fest, dass das erste Datum übernommen wird aus Q2. Das ist ja nun der 1.1. hier als Monat angezeigt. Hier will ich aber nur die Tage haben, also wieder benutzerdefiniert, formatiert mit 2xT, sodass er mir nur den Tag ausgibt. Der nächst folgende Tag wäre dann C4 plus 1. Ich bestätige das mal, kopiere das hier bis zum 31. Soweit hier korrekte Anzeige für alle Monate, die 31 Tage haben. Ich schalte mal um auf den Februar. Der Februar hat in diesem Jahr nur 28 Tage und jetzt kriege ich natürlich, wenn ich die Formel hier bis zum 31. kopiere, den 1., 2. und 3. März angezeigt. Das will ich hier so nicht haben. Ich nehme das hier nochmal raus. Ich muss also
dieses Startdatum und das Datum, das ich hier eintrage und weiter kopiere, vergleichen miteinander, weil ich nur die tatsächlichen Tage des Monats hier auch angezeigt haben möchte. Das mache ich mit einer Wendfunktion und der Funktion Monat. Der soll hier also prüfen, wenn der Monat des Startdatums, das setze ich hier absolut, weil dann die Formel ja nach rechts kopiert wird, gleich ist mit dem Monat der Zelle C4 plus 1, also des folgenden Tages, dann soll er auch rechnen, C4 plus 1. Und wenn wie hier beim Februar der Monat beim 28. zu Ende ist und hier ein neuer Monat beginnen würde, dann soll er mir eben keine Anzeige machen, sondern die Zelle leer lassen. Ich bestätige das und das kopiere ich jetzt hier auch mal nach rechts. Und wir sehen, der 1. März wird hier nicht mehr angezeigt. Allerdings kriegen wir für den 2. und 3. hier eine Fehlermeldung. Das liegt daran, dass diese Zelle nun leer ist und Excel damit hier nicht mehr weiterrechnen kann. Also müssen wir für diese Fehlermeldung eine Ausschlussmöglichkeit finden. Ich schalte deshalb die Funktion WendFehler davor, wenn er uns mit dieser Formel also einen Fehler ausgibt. Dann soll er die Zellen leer lassen. Das bestätige ich nun nochmal und kopiere das hier nochmal nach rechts. Und dann sehen wir, kriegen wir die Ausgabe für die Tage des Monats, den wir hier oben auswählen, auch angezeigt. Der März hat 31 Tage, der April nur 30. Es wird also korrekt hier ausgegeben. Dann haben wir den ersten Teil hier soweit schon erledigt. Gehen wir hier nochmal auf Januar zurück. Und jetzt wollen wir ja uns die Daten aus dem Dienstplan, aus der Jahresübersicht hier anzeigen lassen. Das möchte ich mit der W-Verweis-Funktion machen. Verweis. Ich schreibe mal hier oben weiter. Wir brauchen zunächst ein Suchkriterium. Das sollen hier die Spaltenüberschriften sein. Das sind hier also Nummer Mitarbeiter und hier dann die Datumsangaben. Ich setze jetzt hier die Zeile absolut, nicht jedoch die Spalte, weil wir hier das dann noch nach rechts kopieren wollen. Aber wenn ich es nach unten kopiere, dann soll das hier nicht mit verrutschen, sondern Suchkriterium soll also immer hier in der Zeile 4 bleiben. Dann brauchen wir eine Matrix. Die Matrix soll hier die gesamte Tabelle sein. Und dieser Tabelle habe ich hier in Bereichsnamen auch vergeben. Schreibe hier mal Dienstplan, dann wird er mir hier schon angezeigt, kann ich übernehmen. Und sehen wir, das ist hier die Tabelle von Januar bis Dezember. Wir brauchen jetzt einen Zeilenindex. Die erste Spalte hier ist identisch, also mit dem Suchkriterium. Und wir wollen dann hier aus der zweiten Spalte oder ab der zweiten Spalte die Werte ausgegeben haben. Das mache ich wieder mit einer Funktion. Als Bezug gebe ich hier an A2. Die Funktion Zeile und als Bezug A2, die gibt mir hier also den Wert 2 zurück. Aus der zweiten Zeile der Matrix würde ich hier den Wert zurückgegeben haben. Und wenn ich die Formel dann hier in der Monatsübersicht runterkopiere, dann erweitert sich der Bezug hier und wir kriegen also die dritte, vierte, fünfte und so weiter Zeile ausgegeben. Bereich Verweis ist hier eine 0, weil ich exakte Übereinstimmung haben will. Ich bestätige und kann mir jetzt die Formel hier nach rechts kopieren und auch nach unten kriegen wir die Werte angezeigt. Wenn ich jetzt mir einen anderen Monat aussuche, nehmen wir mal den Februar, dann bekomme ich hier in diesen Spalten wieder eine Fehlermeldung. Das liegt nun wiederum daran, dass hier oben kein Suchkriterium steht und deshalb erhalten wir hier die Fehlermeldung. Ich gehe also hier nochmal in die Zelle A5 und baue jetzt hier nochmal die Wendfehlerfunktion drumherum, um diesen Fehler abzufangen. Sag hier, wenn also ein Fehler auftritt, lass mir die Zellen leer und bestätige das. Okay, kopiere das nochmal nach unten und wir bekommen jetzt sämtliche Werte korrekt ohne Fehlermeldung.
zurückgegeben. Stell hier nochmal den März ein mit 31 Tagen. Das funktioniert. Der April hat nur 30 Tage. Und wir sehen also, die Monatsübersicht funktioniert soweit. Wer jetzt hier noch die Feiertage und Wochenenden farblich markiert haben will, der schaut sich bitte das Video an, das ich dazu schon gemacht habe. Link findet ihr in der Beschreibung. Okay.